Lass uns mal in die Alpen fliegen, Leute. Lass uns in die Alpen fliegen. Wir machen einen Überführungsflug. Es geht los, um Gottes Willen. Ich bin ja noch neu. Ah, okay, okay, okay. Ja, kein Problem, Flopsy. Ich bin auch neu. Es ist ja angepinnt. Ich bin ja hier auch absoluter Anfänger. Lass uns das Spiel gemeinsam lernen. Frau Bolini ist wirklich frustriert, dass ihr Flugzeug hier festsitzt, da sie sich selbst nicht nach Hause fliegen kann. Wir haben einen Überführungsflug arrangiert, um es nach Samidan zurückzubringen. Vorsicht! Diese Kundin ist sehr wählerisch mit ihrem Vogel. Stellen Sie sicher, dass die Landung perfekt ist. Sie könnte vor Ort sein, wenn Sie ankommen. Weitere Details: Sie fliegen mit der Skyhawk 172 und wir fliegen in die Alpen rein. Ich bin ja wirklich mal sehr gespannt, Leute. Ich bin ja, meinst du, wir kriegen das hin? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Alpenflug mit einer Cessna? Die friert doch ein. Ja, das ist halt das einzige Flugzeug, was uns zur Verfügung steht. Wir machen es trotzdem. Lass uns schauen, was passiert. Dann müssen wir halt die Sitzheizung mal anmachen, ne? Bringt ja nichts. Das klappt. Okay. Oh, guck mal, ist schön grün auf jeden Fall. Ein wunderschönes grünes Flugzeug. Leute, es geht los. Oh, guck mal, wie schön, ne? Ist ja auch toll, dass sie hier unterschiedliche Styles haben. So, lass uns hier mal alle Bremsblöcke entfernen. So. Ich mache das mal hier eben mit der Maus. Das sieht ein bisschen geschmeidiger aus, auch für euch, denke ich mal. So. Und damit haben wir jetzt alles gelöst. Von hier aus muss man doch schon einen super Blick auf die Alpen haben. Ja, da ist er doch. Da sind sie doch. Eieieiei. Wohnt von euch irgendjemand am Alpenrand? Das ist einfach wunderschön, ne? Das ist einfach wunderschön. Also landschaftlich Wahnsinn. Ich bin mir sicher, wir können da jetzt auch einfach da hinten die Straße hier hochlaufen und es wird schön bleiben. Also diese neue Technologie haben sie wirklich gut hinbekommen. Nachteil ist natürlich, du brauchst eine echt fette Internet-Connection, damit das bei dir auch so wunderschön aussieht. Der Flughafen da, ja gut. Der sieht jetzt ein bisschen sehr generisch aus. Ich denke mal, der ist hier auf jeden Fall nicht handcrafted. Na gut, Leute. So. Wie sieht das Wetter aus? Wir sind ja beim Live-Wetter, aber es ist ein wunderschöner, sonniger Tag, Leute. Die Frage wie immer in den Chat, schreibt eine 1 oder eine 2. Aus welcher Perspektive wollen wir heute diesen Flug absolvieren? Aus der Innenperspektive eine 1 in den Chat oder aus der Außenperspektive eine 2 in den Chat. Ihr entscheidet, innen 1, außen 2. Innen 1, außen 2. Oh, dann bin ich mal gespannt. Okay, okay. Ah, ich sehe schon. Also von Stream zu Stream wird die Innenansicht beliebter, habe ich das Gefühl. Aber die Außenansicht scheint zu gewinnen mit 62% und 39 Votes. Die meisten möchten, dass wir von außen fliegen. Kapitän, danke, dass Sie zur Verfügung stehen. Ich bin Vinicio, der Wartungsleiter. Der heutige Auftrag lautet, diesen 172 Skyhawk so schnell wie möglich nach Samidan zu bringen. Da es nun repariert ist, muss die Eigentümerin ihr Flugzeug zu einem Flugfeld in der Nähe ihres Wohnorts zurückgeflogen bekommen. Ach, schön, das Kind. Schon darauf. Ihr Name ist Frau Maria Bolini. Gehen Sie kein Risiko ein. Bis bald. Ey, ein wirklich schöner Skin. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ankündigen, dass wir losrollen. Lima India Delta Tango Traffic Chess. Bremsen lösen. India. Alpha Tango Papa Hotel, Roll zu Piste 36. Wir dürfen auch nicht zu schnell werden, deswegen immer erstmal so anstarten und dann mit einer geringeren Drehzahl losfahren. Wir dürfen auf diesen Rollfeldern maximal 20 Knoten uns schnell bewegen. Und wie schnell wir uns bewegen, das siehst du unten links. Wir sind jetzt bei 6 Knoten, also ganz unten links bei TAS, das ist unsere aktuelle Geschwindigkeit. 8 Knoten. Wir werden natürlich dann bremsen, falls wir Gefahr laufen, dass wir da die 20 Knoten überschreiten. Und so wie es aussieht, dürfen wir da hinten noch einmal drehen. So. Wundervoll, Leute. Es ist aber perfektes Flugwetter. Stell dir mal vor, es wäre wolkig. Wenn es wirklich komplett wolkig und nebelig ist, ich meine, dann haben wir keine andere Wahl. Wir haben ja jetzt den Instrumentenflug hoffentlich so einigermaßen gelernt. Dann fliegen wir natürlich immer aus der Innenperspektive. Das ist klar. Wahrscheinlich, ja, haben wir auch die Möglichkeit anhand der ganzen Overlays hier. Ich bremse mal ein bisschen ein.
anhand der ganzen Overlays ja auch die Möglichkeiten, einen Außenflug zu machen bei schlechten Wetterbedingungen oder Witterungsverhältnissen. Aber ja, von innen ist dann wahrscheinlich schon etwas besser, oder? So. Wir sind auf 60 Knoten, alles ist gut. Boah, das ist aber eine enge Kurve da, Leute. Ja, schon mal ein bisschen. Eieieiei. Irgendwann schaffe ich es auch mal, komplett auf der Linie zu bleiben. 11 Knoten. Sehr gut. Ich hoffe, wir bleiben jetzt hier mit unserem schönen Flügel nicht irgendwo hängen. Aber es sieht alles sehr gut aus. Und hier siehst du auch nochmal so ein bisschen das Größenverhältnis. Siehst du die Türen links? Also so klein ist unsere süße Cessna gar nicht. Ich hole mal ein bisschen aus, dass wir hier rumkommen. Ein bisschen einbremsen noch. So. Oh, nicht an dem Trolley hängen bleiben. Alles gut. Alles ist ein Gabelstapler. Wahrscheinlich für Koffer oder so? I don't know. Okay, Leute. Lass uns zum Start rollen. Es scheint auf jeden Fall schon ein besserer Flughafen zu sein. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was los. Hier stehen so einige Maschinen schon rum. Also ist jetzt kein kleiner Wald- und Wiesenflughafen. Ja, eigentlich schon, sind wir mal ehrlich. Aber zumindest ist die Startbahn befestigt, oder? So. Da hätten wir wahrscheinlich auch einfach geradeaus fahren können. Wir müssen da vorne noch einmal drehen. Und dann geht das hier los. So, bei 19 Knoten. Ich bremse noch ein bisschen runter. Hier sind wir auf 18. Ist das eine Cessna? Ich dachte, es ist ein Hawk. Es ist auf jeden Fall eine Cessna. Kenne mich mit Flugzeugen jetzt natürlich auch nicht so super perfekt aus. Aber ich weiß, dass es eine Cessna sein soll. Ich glaube, das ist einfach die Bezeichnung. Kannst du auch Segelflugzeuge fliegen im Spiel? Ja, Segelflugzeuge, Helikopter, alles Mögliche. Alles ist möglich. Jetzt bremst er nicht mehr, ne? Jetzt bremst er einfach nicht mehr. Er bremst, aber... Oh, scheiße. Oh, das haben wir schon verkackt. Oh, das gibt ja schon Abzug in der B-Note. Meine Güte. Okay, okay, okay. Mann, 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 Mann. So, wir geben Gas. Los geht's. Boah, das gibt bestimmt Abzug wieder, weil wir wieder vom Rollfeld abgekommen sind. Na gut. So, Schub. Lass uns mal schauen. Ein bisschen hier ausrichten noch. So ist, glaube ich, in Ordnung. So ist, glaube ich, in Ordnung. Segelflugzeug würde ich auch gerne mal fliegen sehen. Also und auch mitfliegen. Okay. So, wir sind gestartet, Freunde. Alles ist gut. Wir geben noch voll Schub hier rein. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Fluss. Ja, wären wir wahrscheinlich doch nicht hingekommen da zu den Alpen. Meinst du, man kann hier auch über Brücken laufen? Das wäre auch mal sehr interessant zu wissen. Lass uns mal ein bisschen aufsteigen. Oh, was ist das hier für eine wunderschöne Stadt, Leute? Einfach nur romantisch, oder? Flaps wäre nützlich gewesen. Warum sind die Flaps aus? Hast du natürlich völlig recht. Normalerweise sind die doch standardmäßig immer angewiesen bisher. Naja, wie gesagt, es ist angepinnt. Hole Punch. Du bist hier im absoluten Anfängerstream, also bitte sei nachsichtig, wenn du es dir nicht geben kannst. Was ich auch verstehen kann, weil es dir einfach zu amateurhaft ist, dann steht es dir natürlich frei, jederzeit einen erfahreneren Piloten über die Schulter zu schauen. Wir erlernen hier das Spiel gemeinsam. Und ja, da kann sowas halt schon mal passieren, ne? Alles fein, jeder fängt mal an. Ganz genau. Sehr gut. Oh. Ja, es ist halt die Frage, ob wir da überhaupt rüberkommen über den Berg hier. Eieieiei. Das ist schon sehr knapp, ne? Sind auf jeden Fall auf Fullspeed. Wir können auf jeden Fall noch den Winkel etwas erhöhen, den steigenden Winkel. Aber jetzt ist hier auch langsam genug. Eieiei. Oh mein Gott, ey. Das riecht aber schon nach Absturz. Das riecht aber schon wirklich nach Absturz hier. Flaps? Hilft das auch beim Aufsteigen? Ehrlich, ist das so? Ja, könnt ihr mal Flaps raus hier. So. Auf 20% Grad meine ich. Ja, dann werden wir noch langsamer. Nee, 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 nee. Flaps war keine gute Idee, Freunde. Wir holen hier mal ein bisschen Schwung. Also grafisch ist das schon nice, ne? Also auch, dass du hier überall landen kannst und rumlaufen kannst. Natürlich nur, wenn du auch der Landung mächtig bist. Also hier ist natürlich jetzt mit dem Wald schwierig zu landen. 500,
Naja, alles gut, alles gut. Boah, das ist aber wirklich alles sehr, sehr knapp hier, Leute. Mann, Mann, Mann. Hallo, Holzbau-Max. Grüß dich. Hallöchen. Moin. Guck mal, hier ist so ein kleines Dorf reingebastelt, hier mitten in den Alpen. Schön. Wir müssen auf jeden Fall unsere Höhe noch deutlich steigern. Guck mal, da kommen wir ja gar nicht hoch da hinten. Eieieiei. Lass uns vielleicht auch mal den Trim ein bisschen einstellen. Dass wir da grundsätzlich schon mal ein bisschen höher kommen. Aber wir steigen ja schon, ne? Wir steigen ja schon ohne Ende. Ich nehme den Trim trotzdem noch ein bisschen hoch. Hoch, hoch. Ich will hoch, ich will hoch. Oh, wie heftig muss ich den Trim einstellen? Auf 30. Alles klar. Trim einfach mal auf 30. Das wird aber nichts hier. Machen wir auf 20 vielleicht. Na, lass uns einfach selber steuern, Leute. Wir machen das manuell. Eieieiei. Ich lieb's. Don't sink, don't sink. Oh, ich bin neulich, wie gesagt, mal im Freeflight-Modus im Airbus geflogen. Also da hast du ja noch ganz andere Warnmeldungen. Junge, Junge, Junge. Ich weiß auch gar nicht, was das für Meldungen waren. Ich hab's auch gar nicht so verstanden. Also, obwohl ich ein bisschen Englisch kann, aber... Ja, zum Airbus kommen wir sicherlich auch noch irgendwann. Aber schön hier, oder? Guck's dir an. Sonne geht auf. Ich glaube, die Uhrzeit passt eventuell so vom Sonnenstand auch einigermaßen, oder? Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Alles gut, wir sind fast auf 5000. Wie hoch ist diese Cessna in der Lage zu fliegen? Ich kann es euch nicht sagen. Oh, hier, schau mal. Wow. Es sieht halt wirklich so aus. Ich weiß nicht, wer von euch... Oh. Hier sind aber heftige Luftströmungen gerade. Leute. Ich glaube, die Maschine ist schon mehr oder weniger am Limit. Eieieiei. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal wirklich geflogen ist und auch mal aus dem Fenster geschaut hat. Es ist schon echt... Bei klarem Wetter natürlich nur. Es ist schon sehr an die Realität angelehnt. Also rein optisch meine ich natürlich. Wow. Einfach nur wow. Ich bin seit 6 Uhr am Fliegen mit einer A330. Hast du jetzt Pause gemacht oder hast du Autopilot reingeknallt oder was? Von Madeira aus nach Düsseldorf. Oh, Madeira ist auch schön, ne? Da können wir mal ein paar Streamer besuchen. Da hängen sie ja, die ganzen reichen Bonzen-Streamer. Okay. Ja, wir steigen noch. Alles ist gut. Müssen nur echt aufpassen mit der Geschwindigkeit hier. Also voran kommen wir hier nicht so wirklich. Aber Treibstoff haben wir mehr als genug. Daran wird es jetzt nicht scheitern. Alles in Ordnung. Ich bin seit 6 Uhr am Fliegen. Ja, das ist halt krass. Und hatten alle Passagiere überlebt? Ich glaube, ich hatte das so konfiguriert, dass gar keine Maschinenpassagiere mit an Bord waren. Aber kleiner Spoiler, im Airbus bin ich abgestürzt. Also es hat nicht funktioniert. Da wollte ich, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, von New York nach Washington fliegen. Ich habe so gerade so die Stadtgrenze von New York verlassen und dann, ja, sind ganz merkwürdige Dinge passiert. Aber... Ich habe auch alle Spielehilfen, also nicht alle, aber ich habe die meisten Spielehilfen ja mittlerweile auch ausgeschaltet. Dass der hier nicht automatisch trimmt, dass ich hier die bessere Kontrolle habe. Was wirklich sehr vorteilhaft ist, ich meine, du kannst Spielehilfe einschalten. Es hilft auch ungemein, wenn du das erste Mal fliegst, kannst du quasi ganz casual den Controller nehmen und losstarten. Musst du auf nicht viel achten. Ach, oh Gott, wir hatten einen Luftstromabriss. Hast du gesehen, wir sind richtig runtergeplumpst gerade. Eieieiei. Sind mittlerweile schon auf 7000. Aber ist okay. Junger Vater. Ein schöner... Also wenn es hier keine Forellen gibt in dem See, also dann weiß ich auch nicht. Hier ist doch auch schön. Also was heißt Freaks? Wir sind alles Freaks im Endeffekt. Wir sind alles Gamer. Wir haben alle unsere Games, die wir gerne zocken. Selbst Leute, die nicht Gamer sind und hier 24/7 zugucken, sind auch Freaks. Ich finde das jetzt nicht irgendwie... Ist jetzt nicht irgendwie als Schimpfwort zu verstehen, Freaks. Es ist auch ein schönes Hobby. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, kein Gamer zu sein. Ich glaube, mein Leben wäre so langweilig. Was würde ich machen?
Wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie Holzmöbel fertigen oder so. Keine Ahnung. Also irgendwie musst du ja die Zeit vertreiben in deinem Leben oder was? Guck mal bitte runter auf den See. Ja, wir sind halt relativ weit weg vom See. Da erkennst du jetzt die Wellen und sowas natürlich nicht. Aber im Tiefflug sieht der See nochmal um Welten besser aus. Und Gottes Willen, Alter, guck mal hier der Hang. Wie schön der einfach ist. Man sieht aber auch, dass die Gletscher hier langsam anfangen zu schmelzen, ne? Mann, Mann, Mann. So, wir versuchen es mal wieder ein bisschen auszurichten. Schaut gut aus, was du da machst. Boah, danke schön. Vielen, vielen Dank, Hunter. Aber wie gesagt, ich bin Anfänger, spiele nur mit Controller. Das, was hier so gut aussieht, ist natürlich hartes Training auf jeden Fall, sind wir mal ehrlich. Aber sind natürlich auch ein paar Spielhilfen da. Also wir machen jetzt hier nicht irgendwie eine Checkliste vorm Abflug. Schalten die Systeme auch nicht händisch ein, Knopf per Knopf. Ja, fliegen auch nicht mit Autopilot oder sowas. Also wir sind noch relativ casual unterwegs. Muss man ganz ehrlich bleiben und das auch sagen. Hey Funk, moin! Aber schön sieht es trotzdem aus, das stimmt. Alter, was ist denn da? Da ist ein riesiger Felsen noch. Eieiei, vielleicht sollten wir da drumherum fliegen. Ich weiß nicht, ob wir da noch rüberkommen. Ah, ist schon auf 10.000 Höhe. Wow. Ich auch nur in anderen Dingen. Ich stehe hier dazu. Freaks heißt in meinen Augen ja nicht, dass sie extrem Fan oder bekloppt danach sind. Okay, okay, okay. Nichts anderes, als wie Extrem-Fan oder bekloppt danach sind. Okay, okay, okay. Ah, ist schon angekommen. Alles gut. Ein riesiger Felsen gleich Berg. Naja, ist das ein Berg? Also siehst du, ich meine das Teil da. Habe ich hier eine Maus? Da, das Ding. Was ist das? Ein Gipfel. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Gipfel. Wir fliegen da schön drumherum, Leute. Vor allen Dingen unsere Flugnavigation führt durch den Gipfel durch. Also so geht's ja nur nicht. Immer mit gesundem Menschenverstand fliegen. Der Autopilot hätte uns eventuell komplett daran zerschellen lassen. Wer weiß, wer weiß. Gut, du kannst natürlich deinen Steigungswinkel noch einstellen. Aber Alpen ist ja auch krass, ne? Hier haben sie übrigens Ötzi gefunden. Da vorne in der Feldspalte. Hast du gesehen? Nein, das ist natürlich... Keine Ahnung, kann sein. Ich weiß es nicht. Meinst du, Ötzi war hier irgendwo? Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, die Alpen sind auch so roh. Ich kann mir auch nicht vorstellen, guck mal, wie riesig das auch ist. Das vergisst man auch wieder. Ich war persönlich noch nie in den Alpen, bin immer nur drüber geflogen. Ich glaube, es gibt hier auch viele Ecken, die noch nie ein Mensch betreten hat, oder? Oder meinst du, auf jeden einzelnen Felsen ist hier schon mal ein Mensch rumgekraxelt? In der Geschichte seines... Ja, in der Geschichte des Lebens der Alpen wahrscheinlich nicht. Guck mal, wie lebensfeindlich das einfach auch ist hier irgendwie. Ich meine, so vielleicht eine Bergziege war hier mal, aber ansonsten... Schwierig. Also wenn die Alpen kein Berg ist, was sind dann Berge? Ja, für mich ist das ein Gebirge. Und vielen Dank für die Follows, Leute. Herzlichen Dank. Oh, da gab es wieder hier so ein bisschen Aufströmung. Aufströmende Strömung. Wie groß das eigentlich nur ist. Frieren eigentlich meine Scheiben hier zu? Ja. Ah, oh, weiß ich nicht. Ein bisschen, ne? Ah, nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Ich weiß auch gar nicht, ob Vereisung an ist. Im Spiel. Jetzt sind wir, haben wir aber unsere Flughöhe erreicht. Wir stellen mal den Trim wieder ein bisschen runter. Dass wir hier nicht ständig steigen. Gehen wir mal auf 15 vielleicht. Oh, 15 scheint ganz gut zu sein. Wir müssen aufpassen mit der Engine, dass wir hier nicht in den roten Bereich kommen natürlich. Unten links. Über 2500 Umdrehungen. Ich glaube, das ist auch ganz angenehm so. Meinst du, wir sollten den Sinkflug schon einleiten? Nee, oder? Scheibenheizung wie im Auto. Das kann natürlich sein. Aber bei so einer Cessna, ich weiß nicht. I don't know. Aber wir steigen immer noch viel zu heftig, Leute. Ich trimme nochmal runter ein bisschen auf 10. 9. Probieren wir mal 9 aus. Gut. Jetzt sinken wir ein bisschen. Gehen wir wieder ein bisschen hoch mittendrin. Vielleicht auf 12. Ja, wohl. Ah, 10 sieht eigentlich ganz gut aus. Es sind halt diese Strömungen. Die spürst du halt auch richtig hier.
Aber wäre kacke, wenn du nicht siehst und zugefroren ist. Es gibt auf jeden Fall Spielehilfeneinstellungen. Da ist irgendwas mit Scheibenfrost drin. Lass uns mal kurz reingucken. Komm, wir sind ja hier, ne? So. Unterstützung. Hier irgendwo. Ja, Starthilfe, bla bla bla, keine Ahnung. Controller-Empfindlichkeit habe ich mal hochgestellt, dass er einfach ein bisschen performanter ist. Heißluftballon, das brauchen wir hier eigentlich alles gar nicht für das, was wir hier gerade machen. Visuelle Unterstützung lasse ich erstmal an, alles hier, als kleiner Noob. So, Absturzschaden deaktivieren ist aus. Genau, hier habe ich jetzt schon ein bisschen rumgespielt. Unbegrenzter Treibstoff ist aus. Vereisungseffekt ist auf jeden Fall ein. Der Vereisungseffekt ist eingeschaltet. Ja. Turbulenzen habe ich auf realistisch auch hochgestellt. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Aber so vereist ist das hier noch nicht. Naja, vielleicht gibt es hier wirklich eine Heizung drin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich stelle mir nur vor, wie viel Gold und Diamanten in den Bergen drin sind. Meinst du in den Alpen? Da gibt es doch kein Gold, oder? Also auf jeden Fall Rohstoffe, Erze wahrscheinlich, sehr viele Erze. So, wir werden aber jetzt mal hier so ein bisschen unsere Höhe verringern. Ein bisschen auch den Motor runterschalten. Dann haben wir fast schon hier den roten Bereich geküsst. Vor allem, wenn wir jetzt ein bisschen absinken werden, werden wir auch schneller. Ich stelle den Trim noch mal ein bisschen aggressiver nach unten. Gehen wir mal auf 8 vielleicht. Irgendwie steigen wir immer noch. Na komm, geh auf 8. So, jetzt sind wir auf 8 drin. Sind ja keine Wolken da. Also sollte sich in Grenzen halten. Meinst du die Strömungsabrisse oder was? Ja, weiß ich nicht. Hey, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wer schon mal so Flugsimulator richtig simulationshaft gespielt hat. Du kannst ja hier auch andere Flugzeuge anfunken und alles mögliche. Das ist halt richtig heftig im Free-Flight-Modus. Ich glaube, in manchen Flughäfen sitzt dann im Tower auch ein echter Spieler und koordiniert das. Bin mir nicht sicher. Ach, mit dem Eis. Ah, okay. Ach, deswegen. Meinst du wirklich? So. Schön. Ist alles komplett vereist. Hier im Tal sind auf jeden Fall ein paar Flüsse. Ich sehe auch ein Gebäude. Straßen sind hier auch. Also im Tal ist der Mensch natürlich wieder angesiedelt überall. Natürlich. Vereisung braucht Wolken. Ist das so? Okay. Ich denke, der Pilotenraum wird eh immer mit warmer Luft vom Motor beheizt. Deswegen keine Scheibenheizung. Kann auch sein. Also wenn du im ganz normalen Passagierflugzeug bist, was auch immer das für eins ist, da siehst du ja auch schon die Vereisung teilweise, ne? Wenn du fliegst. Ah, jetzt bin ich halt wieder, weißt du, wenn ich jetzt hier so sitze mit dem Controller, stelle ich mir gerade vor, wie das wäre jetzt mit so einem Knüppel. Und einem Schubregler. Also das ist halt schon... Naja, naja. Vielleicht frage ich mal meine Agentur. Vielleicht können die ja was klar machen mit Thrustmaster, dass die eventuell mir so einen Knüppel sponsoren. Dann kann ich den mal ausprobieren. Vielleicht so für 2-3 Wochen. Dann schicke ich den wieder zurück. Oder irgendwie sowas. Vielleicht geht da ja irgendwas. Dann kann ich euch Feedback geben, wie der Knüppel ist. Ihr habt was davon. Erfahrungswerte. Ich habe einen Knüppel. Ja, vielleicht gehe ich das mal an. Das wäre doch mal eine gute Sache. Ich glaube, dass... es auch nicht so viele, ja, Creator da draußen gibt, die Thrustmaster sowas anbieten, oder? Vielleicht kann ich den auch verlosen, den Knüppel, oder so. Ja, naja, klar, alles ist möglich. Ich meine, wofür bin ich denn in der Agentur? Ja, ich kann ja mal, oh, scheiße, oh, das wird aber jetzt hier, oha, 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 oha. Dann aber gleich das Edelding aus Metall, weißt du? Gleich hier das 2000-Euro-Teil. Hallöchen, DJ Swasher, moin. Sind leider alle ausverkauft bis Februar nächsten Jahres wegen Flugsimulator. Die Knüppel? Nein. Wir haben vorhin geguckt, bei Mediamarkt gibt es ganz viele. Bei Amazon auch. Ist Thrustmaster nicht auch Lenkräder für Farming? Ja, ja, Thrustmaster hat alles. Also hat nicht alles, aber sehr, sehr viel im Simulationsbereich.
Ey, Mikey! Danke für die 100 Billis, Mikey, und herzlich willkommen. Na? Ja, da komme ich jetzt so nicht rüber, ne? Lass uns mal hier, ich gebe mal noch ein bisschen Gas. Wir werden hier durch die Schneise fliegen, weil das wäre, glaube ich, ja, wir hätten es eventuell, ja, wir hätten es geschafft, aber oha, oha. Mit Strömungs, wir hätten es nicht geschafft, wir hätten es nicht geschafft. Das ist aber auch schon wirklich hier sehr hart auf Kante alles. Mann. Flugzeug rastet völlig aus. Okay, alles gut. So. Sieht wieder alles sehr schön aus hier. So, wir können jetzt mal gerne ausprobieren, nochmal den Autopiloten zu konfigurieren. Ich weiß nicht, das ist natürlich auch wieder so eine Challenge für sich. Da würde ich tatsächlich nochmal den Trim ein bisschen höher ballern. So, vielleicht auf 10, dass wir so leicht steigen, eventuell. So. Oder Motorleistung ein bisschen. Ja, so ist gut, so ist gut. Da kann eigentlich jetzt nicht viel passieren. Okay, Leute. Ihr wisst ja, wie man den Autopiloten einstellt, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ihr wisst ja Bescheid. Also, wie war das nochmal? Ich versuche ja hier zu lernen mit euch. Oh, oh, das ist aber wirklich sehr, sehr turbulent, Leute. Eieieiei. Junge, 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 Junge. Also, was brauchen wir? Wir müssen erstmal... Oh, scheiße. Junge, das ruckelt ja richtig hier drin. Also, nicht im Sinne von das Spiel leckt oder so, aber sehr turbulent. So, hier haben wir den Steigeintervall. Das wollen wir auf 0 machen. Okay, das passt. Die Reisehöhe ist nämlich perfekt. Was haben wir hier noch so? Steuerkurs sind wir auf... Wie viel Grad sind das? 300, würde ich sagen. 300 Grad. Höhe passt. Wenn ich das jetzt anschalte, müsste es doch eigentlich funktionieren. Achso, warte mal. Wir müssen das auf jeden Fall hier noch anmachen. Ey, ich fühle mich schon wie richtiger Pilot, ne? So, ist an. Ist Alt auch an. Alt ist jetzt auch an. Und wenn ich jetzt den Autopiloten anmache, müsste es eigentlich funktionieren. Ich bin gespannt. Okay. Er richtet sich aus auf 300 Grad. Ich verlasse mal die Ansicht hier. Die Höhe müsste auch passen. Wie nennt man dieses Lenkrad im Flugzeug? Was für ein Lenkrad? Meinst du den... Wie heißt das überhaupt? Joke. Joke. Steuerhorn. Ja, kannst du nennen, wie du möchtest. Aber funktioniert. Also Autopilot scheint zu klappen. Er trimmt jetzt auch automatisch, versucht die Höhe zu halten. Versucht exakt die Höhe zu halten sogar. Steuerkurs ist eingestellt, ist vielleicht noch ein bisschen... Ja, fliegen wir da drauf zu? Ich glaube schon, oder? Ja, ein bisschen nach links können wir tatsächlich so ein Grad vielleicht nochmal anpassen. Wow, Snowflake, dankeschön für den Sub im 13. Monat. Ey, vielen, vielen Dank. Snowflake, der Name ist auch Programm heute hier, ne? Mann. Bei der Landung übernehmen wir natürlich dann manuell. So, lass uns nochmal hier ein bisschen gucken. Lass uns das nochmal einstellen auf... 299. Wäre so ein bisschen, weißt du, uns besser ausrichten. Ah, sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Also Autopilot, wenn man das einmal versteht, ist das gar nicht so schwer. Es gibt natürlich noch unfassbar viele andere Knöpfe und ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Der Flight Director. Wofür ist es? I don't know. Hallo Astrid, moin. Und hallo Tino. Spielst du eigentlich auch Matze Flugsimulator? Mit den Autopiloten kannst du dem Gleitkurs von gestern das grüne Dreieck bei der Höhe im Landeanflug automatisch folgen. Welcher Knopf wäre das denn? Oh, 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 oh. Die Nase geht ganz schön runter hier, Leute. Ja, er hat alles im Griff, glaube ich, ne? Ich glaube, er hat alles im Griff. Flight Director. Weiß ich nicht, wofür das gut ist. Alt ist die Höhe, die stellen wir hier unten ein, muss man aktivieren, dann hält er die. Das ist der Kurs, dem der das Flugzeug oder der Autopilot folgt in Grad, 299 Grad, das passt.
Die muss man auch aktivieren. Was haben wir hier noch? NAV. Navigationsmodus, keine Ahnung. Da gibt es hier auf jeden Fall NAV. Vertikaler Navigationsmodus. Ah, das kann schon sein, ne? Aber wo stellt man den vertikalen Navigationsmodus ein? Ich weiß es nicht, Leute. Was sind das eigentlich alles für Knöpfe? Engine, Map, wahrscheinlich die Steuerung des Monitors. Hier haben wir Kommunikation. Wir gehen mal auf 298. Kurseinstellung nicht verfügbar. Okay, scheint das Flugzeug nicht zu unterstützen wahrscheinlich. Komfrequenzen, bla bla bla. Ja, so kann man sich auch wirklich immer weiter mit dem Flugzeug beschäftigen. VNV ist erstmal unnötig. Okay, ist sowieso aus. Landeanflugmodus, okay. Gegenkursmodus, weiß ich auch nicht, was das bedeutet. Und wir haben hier Caution. Sind wir zu schnell oder was? Ja, wir sind im roten Bereich. Ich nehme mal ein bisschen Speed raus. Bisschen Motorleistung runter. Gut. Müsste hoffentlich passen, ich weiß es nicht. Und ändern nochmal die Gradzahl. Ein bisschen ab. So. Caution steht im Display. Ja, aber warum? Low Fuel? Deswegen wahrscheinlich, ne? Aber Fuel haben wir mehr als... Also das reicht ja bis nach Mappen, Leute. Also ganz ehrlich. Nase hoch. Vertikale Geschwindigkeit. Flugflächenänderungsmodus. Keine Ahnung, Leute. Weiß es nicht. Nase runter. Alles gut, oder? Würde ich sagen. Die Knöpfe unter dem Display mal probieren. PFD Options Wind Option 3. Dann bekommst du links neben dem Kompass eine Anzeige mit Wind. Echt? Moment, warte. Aber nicht, dass ich jetzt abstürze hier, du. Eieieiei. Also, was hast du gesagt? PFD Opt Wind Option 3. Warum Option 3? Sehe ich aber nicht. Wind. Also ich drücke da drauf, passiert aber nichts. Ach da, guck mal hier. Wir haben Gegenwind. Ach krass. Oh mein Gott. Oh, wir sind aber sehr langsam, Leute. Oh mein Gott. Gib mal wieder ein bisschen Speed drauf. Junge. Das ist aber nicht so gut hier. Warum steigen wir eigentlich? Der Schub fehlt. Ja, ich weiß. Wir müssen ein bisschen runtergehen vielleicht. Wie hoch sind wir denn? Wir geben auf 10.000 eventuell. Okay, ich übernehme wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert? Das war's. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Das werden wir nicht überleben. Oh mein Gott. Ich habe irgendwas. Ey, drückt keine random Knöpfe im Flugzeug. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Gibt's irgendwie einen Pausemodus? Tank leer? Nee, der Tank ist auf jeden Fall nicht leer. Eieieiei, das ist aber gar nicht gut. Ja, wer glaubt, dass wir das schaffen? Digga, wir zerschmettern hier an diesem Felsen. Ich sag's euch, wie es ist. Die Knöpfe waren es nicht, sondern du hast zu wenig Schub gehabt. Ich dachte, der Autopilot geht aus, wenn ich hier navigiere, aber irgendwie macht er das nicht, ne? Absturz in den Bergen. Wird daraus ein Survival-Game? Es könnte sein. Er hat dich schon gewarnt, dass der linke Tank leer ist. Der linke Tank? Rechter Tank wechseln? Wie, was für ein rechter Tank wechseln? Was denn für ein Tank? Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Oh, doof, ne? Tja, Rüdiger nicht so tief. Tank wechseln unter den Sitzen.
Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Sind wir wieder am Anfang? Oh, holy moly. Holy moly. Aber der Tank, guck mal, Fuel ist doch bei 30%. Ich verstehe das gar nicht. Gib mal Gas hier. Ei. Was ist unser Auftrag? Nur die Reise durchführen. Ja, wir müssen das Flugzeug transportieren. Das war in der Werkstatt, wurde repariert und wir müssen es abgeben. Mann, das ärgert mich ja jetzt ein bisschen, ne? Hier könnte man auf beide umstellen. Okay, sag mir mal bitte, wie ich die Tank einstelle. Auf beide. Unterm Sitz hast du gesagt. Hier oder was? Treibstoffschalter. Alle. Ist auf alle. Steht auf alle drauf. Es war, glaube ich, nicht der Treibstoff. Dann steht auf jeden Fall auf alle. Oh, ich glaube, irgendwas passiert hier, Leute. So, vorsichtig, vorsichtig. Ich glaube, es war nicht der Sprit, Leute. Der steht ja schon auf alle. Ey, Talik, danke schön. Ey, sogar für den Resub. Vielen, vielen Dank. Und schöne Grüße an Matt zurück. Was macht denn der rote Hebel da? Das wollen wir jetzt nicht herausfinden, Leute. Das wollen wir nicht herausfinden. Mann. Hey, Matt. Hallo, Talik. Moin, ihr beiden Süßen. Hi. Ah, doof. Na gut. Mann. Alle 15 Minuten Tank umschalten. Kein Aufwand. Ist kein Aufwand. Gehört dazu. Kann man die Checkpoints abspeichern? Also du kannst Absturz ausschalten in den Flughäfen. Dann kannst einfach da weiterfliegen, wenn du gegen den Berg geknallt bist. Das geht natürlich immer. Oh, meinst du, das gibt Abzug jetzt in der B-Note? Eigentlich nicht, oder? Eieieiei. Der ist ja schon auf alle. Rechts. Links. Ja, der steht ja auf alle. Der steht ja auf alle drauf. Alles ist gut. Der Tank, das passt schon. Vielleicht war es auch eine fehlerhafte Anzeige. Ich glaube, es war nicht der Tank. Musst du so hochfliegen? Ja. Also ich würde gern, weil... Also auf 10.000 Meter würde ich auf jeden Fall... Also auf 10.000 Fuß würde ich auf jeden Fall bleiben. Weil einfach... du siehst ja, da hinten tut sich ein riesiges Gebirge auf. Auf 10.000 würde ich schon bleiben, tatsächlich. Was ist denn, wenn wir nur die Höhe einstellen im Autopiloten? Das müsste doch auch klappen, oder? Wir sind in den Alpen, ganz genau. Wir sind in den Alpen unterwegs, völlig richtig. So. Ja. Ich bin hier schon wieder so ein bisschen... Bild am Rumkrusen, habe ich das Gefühl. So. Alt ein. Steuerkurs ist aus. Ich mach mal sehen, was passiert. Jetzt geht er aber ganz schön viel. Packt er das? Ja, ne? Okay, und jetzt kann ich ja trotzdem nach links und rechts steuern, oder nicht? Die Höhe hält er jetzt wahrscheinlich, oder? Welches Land? Gute Frage. Habe ich jetzt gar nicht so genau darauf geachtet. Ich glaube, wir sind von Italien aus gestartet. Tatsächlich. Bin mir aber nicht so 100% sicher. So, er geht jetzt auf die Höhe. Also allein schon der Höhenautopilot ist schon super. Scheint aber nicht so gut zu funktionieren hier. Es kann das sein, dass er wieder ausgesprungen ist, eventuell. Er hält auf jeden Fall die Höhe nicht. Ist sie ausgegangen?
Nö, ist an. Aber der zieht immer nach rechts hier, dieser komische. Du sinkst wieder. Ja, ich weiß aber nicht, warum ich sinke. Halt es an, Autopilot. Jetzt auch wieder an. Ich habe mal an- und ausgeschaltet. Mal sehen. Ich glaube, sobald ich in die Steuerung angreife, springt er halt raus. Nee, er steigt einfach nicht. Er steigt einfach nicht. Steuerkurs machen. Dann ist Roll aktiviert. Was ist denn Roll? Strategie festlegen, ja. Will ich auch machen. Aber ja, mal gucken. Lass uns erstmal schauen, dass wir hier sinnvoll über die Alpen drüber kommen. Gib nochmal ein bisschen Schub. Lass mal einen Ticken aufsteigen. Vor allen Dingen hat er minus 17. Also er macht schon was. Guck mal, er stellt den Trim die ganze Zeit ein. Er versucht hier auf jeden Fall schon irgendwas zu handeln. Vielleicht sollte ich meinen Autopilot einfach ausschalten. Wir sind, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Trimmt doch gerade, warte kurz, ja, aber er stürzt ab. Guck dir an, den Trim. Mach die Scheiße aus jetzt hier, Autopilot aus. So, ich übernehme wieder das Ruder. Das gibt's ja gar nicht, Leute. Sonst kommen wir hier niemals über den Felsen drüber. Eieieiei. Autopilot kann auch echt gefährlich sein, habe ich das Gefühl. Junge, 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 Junge. Die Theorie zum Autopiloten, die bespricht man am besten am Boden. Das ist der beste Kommentar, den ich heute gelesen habe. Hallöchen, Voodoo. Moin, grüß dich. So, ich habe wieder manuell übernommen. Lass uns das nachher mal machen. Wenn wir gelandet sind, sprechen wir das mal durch. Eventuell habt ihr da noch ein paar tolle Insights. Sprit ist noch da, 28%. Es passt alles soweit. Wir sind wieder auf unserem 10.000 Fuß. Das ist auch in Ordnung. Und wir werden jetzt mal wieder so ein bisschen versuchen, hier den Kurs zu erreichen, weil wir komplett weg sind vom Schuss. Speed zwischen 70 und 120 halten. Ja, ja, das ist halt schwierig, wenn du steigen musst. Aufgrund diverser Gipfel, die sich hier auftun. Aber auch das werden wir alles handeln. Vor allen Dingen, wir haben auch immer wieder so einen kleinen Strömungsabriss und plumpsen dann so mal mehrere Meter nach unten. Aber naja. So, lass uns mal wieder auf Kurs fliegen hier. Wie kann die Strömung denn abreißen? Ja, das weiß ich doch nicht. Erklär mir das. Ich bin hier der Anfänger, Leute. Auch dass der Motor so heftig überlastet ist, das ist halt auch echt nicht gut, glaube ich. Boah, Autopilot ist nochmal so ein Ding für sich, glaube ich. Vielleicht ist es sinnvoll, mit dem Autopiloten zu fliegen, aber vielleicht ist es nicht sinnvoll, mit dem Autopiloten über die Alpen zu fliegen. Vor allen Dingen in so einer kleinen Cessna. Weiß ich nicht. Wenn die Luft zu langsam über die Tragflächen gleitet, zu wenig Auftrieb, keine tragende Luft unterm Flügel, ja, dann plumpst du nach unten. So ein bisschen. Muss man nicht durch die Tore fliegen? Ja, die Tore ist einfach nur so ein visueller Ankerpunkt, man muss das jetzt nicht machen. Man kann die auch ausschalten, also wenn du ich sag mal vernünftig fliegst, dann sind die auch gar nicht aktiv. Dann verlässt du dich eher oben links auf die Anzeige, beziehungsweise hier im Cockpit da drauf. Siehst du das? Das haben wir ja alles auch schon gelernt. Junge, Junge, wir wackeln hier, Junge. Also der Peter ist hier richtig am Abwackeln. Stell nochmal den Trim ein bisschen ein. 13 ist vielleicht Ticken zu viel. Wir gehen mal wieder so auf 10, war glaube ich ganz gut. Oder 11. Oder 9. Lass mal auf 9 gehen. Ah, so ist gut. So ist gut.
Ich spiele auf PC, ganz genau, Neo, mit Gamepad. Ach, schön. Also es gibt keinen Bonus, wenn du hier durch die Tore fliegst. Das ist natürlich der optimale Kurs. Das bedeutet, da sparst du wahrscheinlich auch am meisten Sprit eventuell. Ja. Also ich hätte echt gedacht, wir machen heute ordentlich Progress und verdienen hier uns Credits, bis wir richtig stinkreich sind und alle Lizenzen machen können. Aber wenn das jetzt hier öfter so passiert, mit unseren ganzen Abstürzen, Mann. Ich glaube, nach diesem Felsen, den wir da sehen, habe ich das letzte Mal versucht, den Autopiloten zu aktivieren. Gibt es ein Hotkey für den Autopiloten auf der Tastatur? Welche Taste ist denn das? Ein- und Ausschalten. Weiß das irgendjemand? Wie lange noch? Wann sind wir da? Das dauert noch. Bitte hol dir einen Kaffee, Astrid. Hol dir bitte einen Kaffee. Sei nicht so ungeduldig. Mit der Mission verdient man nicht so viel. Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir Rundflüge machen. Die sind, glaube ich, deutlich kürzer. Auf dem Gamepad weiß ich nicht, ob die da drauf ist, tatsächlich. Die Autopilotentaste, ich glaube eher nicht. Weil dann würde ich das nochmal versuchen mit dem Autopiloten. Und wenn sich das wieder komisch verhält und wir Warnungen bekommen, dann würde ich ihn einfach deaktivieren und manuell übernehmen. Weil bis ich hier ins Cockpit reingetappt bin, diesen Knopf gefunden habe, dann sind wir ja schon zerschellt bis dahin. Bringt es was, die Flaps jetzt rauszuziehen? Nee, oder? Ich glaube eher nicht. Immer schön steigen, Kumpel. Nase nach oben. Boah, ich weiß nicht, ob wir da rüberkommen, ganz ehrlich. Schwierig. Ah, sieht gut aus. Looping wäre jetzt bestimmt mal gut. Natürlich, Larazzo. Wir machen Looping und fangen nochmal von vorne an. Na sicher. Schalte doch mal den Flügelfalter-Modus ein. Dann schwingen die Vögel wie beim Vogel. Den Flügelflatter-Modus, na klar. Ja. Wie mit, wer war das? Da Vinci? War das Da Vincis Flugmaschine? Oder Leonardo? Ich bin mir nicht ganz sicher. Leonardo da Vinci? Könnte sein. Hat er nicht so ein Ding gebaut, was mit den Flügeln schlägt? Was bedeutet die Linie auf dem Kompass? Welche Linie meinst du? Ich sehe hier gerade gar keine Linie auf dem Kompass. Wenn du diese hier meinst, das ist unser Kurs in Relation zur Landebahn. Hallo Bartonkel, moin, grüß dich. Ich hoffe, sie haben Winterreifen aufgezogen. Ja, das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Aber ich denke schon. So. Also brauchst du hier schon eine vernünftige Höhe in den Alpen. Man muss einfach sein eigenes Unternehmen gründen und dann bekommt man ordentlich Kohle. Ja, Eisblume, wie geht es denn mit dem eigenen Unternehmen gründen? Ich glaube, dafür brauchen wir noch ein paar Lizenzen. Und um die zu bekommen, müssen wir selbstverständlich Aufträge machen, ne? Das ist ja klar. Die Linie ist mittlerweile nicht mehr zu sehen. Die ist nach links verschwunden. Ja, ja, das ist die Relation zur Landebahn, denke ich mal einfach. Wir folgen unseren Toren allerdings. Ich finde es amüsant, dass der optimale Kurs durch den Bergkamm geht. Ja, deswegen. Also immer mit gesundem Menschenverstand fliegen, Leute. Ganz wichtig hier bei dem Spiel. Oh, wir kacken ab. Also wir haben, glaube ich, so unsere maximal mögliche Höhe mehr oder weniger erreicht hier, oder? Wir könnten jetzt versuchen, so langsam zu sinken. Langsam, habe ich gesagt. Langsam, Kumpel. Eieieiei. Okay. Drin schalten wir mal wieder so offen. Oh, das ist ein bisschen zu wenig. Auf 7. Da werden wir auch gleich ganz gemütlich sinken. Motorleistung ticken runter.
hier nicht in den roten Bereich kommen. Bisschen höher geht allerdings. So, wunderbar. Ja, und hier habe ich beim letzten Mal den Autopiloten eingeschaltet, weil ich dachte mir eigentlich, das ist, was soll hier schon schief gehen, weißt du? Ja, muss ja nur geradeaus fliegen, im Endeffekt. Aber es hat leider doch nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Für ein K-Unternehmen gründen. Ah, okay, verstehe. Und Eisblume, wo genau im Menü? Musst du mir mal zeigen, wenn wir angekommen sind. Kannst du mir das gerne mal zeigen. Und kurze Frage, spielt ihr das alle mit dem Xbox-Controller oder kann man im Game auch mit PlayStation-Controller spielen? Der PlayStation-Controller sollte auf jeden Fall auch klappen. Ich habe sogar einen hier. Aber ich will das jetzt ungern ausprobieren tatsächlich. Ganz rechts, Vertical Speed, Sink- und Steigrate muss bei 0 sein für waagerechten Flug. Ja. Vertical Speed? Airspeed? Vertical Speed, ah, okay. Ja. Nee, alles gut. Sind wir ja mehr oder weniger. Es schwankt ja ein bisschen. Aber wenn wir ein bisschen sinken, ist er auch nicht schlimm, tatsächlich. Sollen wir nochmal versuchen, den Autopiloten zu benutzen? Ja, eins in den Chat. Lass den Autopiloten aus, Lassi. Zwei in den Chat. Eins, Autopilot aus, zwei. Ein oder aus, nochmal ausprobieren oder lieber manuell zu Ende fliegen. Eins an, zwei aus. Eieieiei. Okay, Leute. Ihr seht schon, ihr habt genauso wenig zu vertrauen zum Autopiloten wie ich. 41% sagen, mach an das Ding, probier's nochmal. Und über 60% sagen, Digga, lass das Ding aus. Lass bloß den Autopiloten aus, das wird doch nix. Piloten in Ausbildung, also zwei. Auslassen, gut. Das Vertrauen zum Autopiloten schon, aber du stellst ihn halt nicht korrekt ein. Ja, das ist immer leicht zu sagen als Außenstehender, ne? Ich finde, ich habe den perfekt eingestellt. Ich würde den mal am Anfang testen, wenn man noch nicht so weit ist. Stimmt, das ist auch ein guter Call. Und vielleicht auch nicht unbedingt in den Alpen, ne? Naja, gut. Wir gehen mal mittendrin wieder einen Ticken hoch. Guck mal, jetzt haben wir so einen richtigen Schub von unten bekommen. Jetzt ist VS komplett auf Null. Steigen wir, also es ist immer so, ich glaube, der Trim ist schon ganz, ganz gut eingestellt eigentlich. Wir bewegen uns so mehr oder weniger immer auf derselben Höhe. Ich glaube, der Trim ist eigentlich perfekt eingestellt. Also ich steuere hier weder hoch noch runter. Versuche hier so ein bisschen den Kurs auszugleichen. Aber in der Höhe mache ich gerade gar nichts. Ich glaube, der Trim ist, der ist gut so, wie er ist, oder? Ich glaube schon. Wahrscheinlich wird er gleich wieder ein bisschen sinken, der Vertical Speed. Oder auch nicht. Ah doch, jetzt sinkt er wieder ein Ticken. Ah, ich glaube, es ist okay. Ich glaube, ausgetrimmt ist das. Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Was meint ihr? Wo sind die Experten? Jetzt sind wir wieder bei 0 VS. Jetzt sind wir Minus. Gleich springt er wieder in den Plus. Ich glaube, das ist ganz gut ausgetrimmt für unsere Höhe und die Motorleistung. Erstmal alle roten Knöpfe im Cockpit einstellen. Richtig eingestellt, ein Traum, aber so schwierig und unberechenbar. Vor allen Dingen in den Alpen, ne? Vor allen Dingen in den Alpen. Das sind schwierig. So. Ich glaube, den Trim haben wir echt ganz gut im Griff. Läuft. Ich glaube, so viele rote Knöpfe haben wir im Cockpit auch gar nicht. Was haben wir denn hier? Da ist ein roter Knopf. Lichtmaschine, Batterie, hier ist einer. Da haben wir was mit einer alternativen Luftzufuhr. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Aber meinst du, kommen wir da rüber? Sollten wir vielleicht doch mal ein bisschen steigen hier? Ich glaube, in weiser Voraussicht werde ich mal einen Ticken steigen.
Lieber ein bisschen Puffer. Das ist übrigens der Fels, an dem wir vorhin zerschmettert sind. Vielleicht gab es hier einfach einen heftigen Strömungsabriss oder so. Ich bin mir nicht sicher. Du stellst die Werte im Autopiloten ein und dann aktivierst du die Alt-HDG-Speed-Höhenveränderung Vertical-Rate. Aber das habe ich doch gemacht alles. Ich weiß aber nicht, was du, Phoenix, warst du vorhin schon dabei? Als wir hier zerschellt sind, an diesen Felsen hier vorne. Wir dürfen halt hier nicht zu langsam werden. Ich glaube, die Höhe ist einfach nicht gemacht für dieses Flugzeug. Wir sind, glaube ich, einfach so am technischen Limit eventuell von der Cessna. Weiß das irgendjemand aus dem Stegreif, wie hoch wir damit so fliegen können, optimal? Bei Altitude steht auf jeden Fall irgendwas von 10.000. Vielleicht ist das unsere optimale Höhe. 14.000. Ah, okay. Also, wir kommen also doch schon so ein bisschen ans Limit hier, ne? Hier kommen wir auf jeden Fall jetzt rüber. Dienstgipfelhöhe 14.000 Fuß. Okay, super. Was passiert, wenn man höher steigt? Dann sind wir einfach zu langsam wahrscheinlich, oder? Bei Altitude ist ein eingestellter Wert, genau. Ihr habt entschieden, der Chat hat entschieden. Wir werden den jetzt nicht einschalten. Was, Junge, Junge. Irgendwas passiert hier mit diesen... Also dieser Felsen hat ganz komische Strömungen, glaube ich einfach. Da hättest du uns fast wieder weggeledert hier, du. Eieieiei. Dann lass uns doch die 14.000 versuchen zu erreichen. Dann haben wir ein bisschen Puffer. Ich trimm noch mal ein bisschen höher. So. Hast du das Gemisch eingestellt? In der Höhe muss der Mager gestellt werden, damit die Motorleistung abnimmt. Also Gemisch habe ich hier gar nicht eingestellt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, ehrlich gesagt, Leute. Da jetzt noch dran rumzuspielen. Von der Sonne beschienene Seite hat Aufwinde, die Schattenseite hat Fallwinde. Ja, ist alles von der Sonne beschienen. Aber ein bisschen Puffer ist gut, ne? Ich glaube, wir landen auch mitten in den Alpen. Also für Himalaya ist das Flugzeug auf jeden Fall nicht ausgerichtet. Alpe ist auch schon schwierig. Eieieiei. So, wir nähern uns langsam unserer optimalen Flughöhe. Sprit. Könnte spannend werden. Gucken wir mal. Ja, schön hoch. Lieber Puffer haben. Und wenn wir dann unsere 13.500 erreicht haben, dann werden wir nochmal austrimmen. Er verbraucht weniger, wenn das Gemisch korrekt eingestellt ist. Wie und wo soll ich das denn einstellen? Wieso Himalaya 8000? Und ein bisschen, das schafft die. Boah, ja, aber die schafft wahrscheinlich keine schnellen Anstiege, wenn sich ein riesiger Berg auftut vor einem. Wahrscheinlich schwierig. So, lass uns mal ein bisschen runter drin. Wir geben auf 10. Das ist, glaube ich, deutlich zu wenig. Gehen wir mal auf 14. Auch noch zu hoch. Oder? Ja, abwarten. Und wieder ab. Sehr gut. Ist okay. Es ist okay.
Und den Fuß, Dankeschön, Sofatrache. Stimmt, daran habe ich auch nicht gedacht. Hast du recht. Es ist ja eine Fußanzeige und keine Mieteanzeige. 26.000, okay. Und dann haben wir natürlich ein Problem mit diesem Gefährt hier. Ja, stimmt, habt ihr recht. Mal runter auf 12. So. Oh, das sieht gut aus. Glaube ich. Mal gucken. Gehen hoch auf 13. Trim 13. Schauen wir mal, was passiert. Also wenn dahinter der Flughafen ist und der irgendwo mitten in der Gebirgskette, ja, dann wird das eine spannende Landung, Leute. Eieieiei. Nochmal ein bisschen hoch. Aber diese VS-Anzeige, die habe ich bisher auch wirklich ignoriert. Das ist ein echt guter Indikator, um perfekt auszutrimmen, ne? Gar nicht so verkehrt. Ja, sieht gut aus. Also 13er Trim ist hier für unsere Situation, glaube ich, ganz gut. Welche Internetverbindung hast du, Larsi? Fischer, hi, auf YouTube, moin. Ich habe eine 500.000er Leitung, also 500 Mbit Download und 100 Mbit Upload. Auch relativ stabil zum Glück. Also es ist ein Glasfasernetz, aber es fehlen noch irgendwelche komischen Leitungen vom Keller in die Wohnung rein. Sonst hätte ich meinen Gigabit, aber den habe ich leider nicht. Aber so ist auch okay. So, dann lass uns mal versuchen, wieder den Kurs so ein bisschen einzuhalten. Ja, vielleicht machen wir Trim doch auf 14, Leute. So, okay. Übrigens, ich hatte gestern meinen ersten funktionierenden Tag im Flugsimulator und ich bin begeistert im Karrieremodus. Vom Karrieremodus musste den VPN anschalten, damit es anschalten auf USA, damit es schnell lädt. Ehrlich? Also mit VPN muss ich hier gar nichts machen. Bei mir läuft das alles auf Anhieb. Karrieremodus lief bisher immer sehr, sehr gut. Der Freeflight hatte ich am Anfang Probleme, aber seit 2 Tagen funktioniert der Freeflight auch perfekt. Bei mir zumindest. Also die, entweder liegt es daran, dass jetzt natürlich die Auslastung geringer ist, weil sich die Spieler anders verteilen auf die Server. Oder es ist ein toller Patch, der dafür sorgt, dass es grundsätzlich besser funktioniert im Freeflight. Mit der Ressourcenzuweisung oder es ist eine Mischung aus beidem. Das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. 3 Mbit Download mit VPN 105. Okay. Und dann hat es trotzdem gut funktioniert. Auch gute Qualität oder was, Solomon Reed? Hallo Metal Mike, moin. Na, ich warte primär darauf, dass die Third-Party-Flieger für den 24er-SIM freigegeben werden. Aber sollen die das nicht auch machen? Sind die da nicht schon dran? Ich glaube schon, oder? Jetzt ist der Trim schon wieder ein bisschen zu hoch, aber wir gehen nochmal runter auf 13. So. Wie sieht der Sprit aus? Immer noch 21%. Alles ist in Ordnung. Ich glaube, spritmäßig passt das. Ich würde natürlich jetzt gerne auf Toilette gehen. Das Problem ist halt, ich traue mich nicht, den Autopiloten einzuschalten. Das ist das Thema. Gut. Ziel kommt auch immer näher. Da vorne ist irgendwo der Flughafen versteckt. Können wir mal gucken. So. Wo ist denn unser Ziel? Wird gar nicht angezeigt. Doch. Ah, okay. Also unsere optimale Fluglinie wäre natürlich hier diese. Dass wir dann schön einschwenken können im Kurs. Ich weiß nicht, warum hier diese Gates angezeigt werden. Ihr seht das gar nicht richtig, ne? Warte mal. So, guck mal hier. Das wäre unser optimaler Kurs tatsächlich. Ich weiß nicht, warum hier die Gates angezeigt werden. Das ist wahrscheinlich einfach Luftlinie. Das heißt, wir werden auch mal ein bisschen einschwenken, weil wir so runterlanden müssen. Wenn wir da jetzt hinfliegen, ist das natürlich schwierig. Deswegen werde ich mal hier so ein bisschen abweichen vom Kurs. Hallo Danny, moin. Gibt's keine Pausetaste? Gibt's bestimmt, aber P wie Pause ist es nicht.
P wie Pause ist es auf jeden Fall nicht. Wir müssen ja nicht komplett einmal rum, aber so ein bisschen wenigstens. Okay. So ist ganz gut. Und dann drehen wir da hinten und dann ist gut. Ja. Escape-Pause, wie vorhin beim Absturz. Aber gibt es auch eine Pause, wo man da noch Knöpfe drückt? Also, wo man noch im Cockpit was einstellen kann? Nee, ne? Ich wünsche dir auch einen tollen Sonntag, Dani. Mach nicht zu lange, bist du ackern oder was? Musst du arbeiten heute? Heute ist auch Feiertag. Oh, toten Sonntag halt, ne? Vorher mal über Flugplatz fliegen und sich ein Bild machen, ist auch nicht verkehrt. Wir können natürlich nachher nochmal, wenn ihr Bock drauf habt, in den Free-Flight-Mode gehen und hier mal ein bisschen mit dem Autopiloten rumspielen. Um das mal besser zu lernen, eventuell. Ah, bis 14. 14:15 Uhr? Ah, okay. So dürfte das auch gut sein eigentlich. Ich denke mal, da können wir, haben wir noch genug Wenderadius. Das wird schon passen so. Aktive Pause mit Maus an den oberen Bildschirmrand und Pause-Play-Button drücken. Oh. Oh, cool. Oh, nice. Oh, nice. Auf einmal ist ruhig, ne? Ah, schön. Ja, du hast völlig recht. Funktioniert. Funktioniert bestens. Funktioniert bestens. Oder Steuerung suchen, ob es irgendwie belegt ist. Manchmal wird das nicht angezeigt. Ne, wird keine Taste angezeigt, wenn man drüber hovert. Was haben wir hier noch? Das ist unser Tablet auf jeden Fall. Kameramodus, Gamepad, irgendwas, keine Ahnung. Chat, I don't know. Gab früher auch so einen Zeitraffer-Flugmodus, dass man schneller fliegt oder was? Ja, das weiß ich nicht, ob es das auch gibt. Keine Ahnung. Vor allen Dingen nicht im Karrieremodus. Also weiß ich da erst recht nicht. Fuel wird langsam spannend. Nö, geht eigentlich. Ich glaube, Fuel haben wir wirklich keine Probleme tatsächlich. Ich glaube, das ist okay. 20%, wir sind mit 30 gestartet, also wir haben schon deutlich das groß hinter uns gebracht. Hier, schau mal. Also viel ist es nicht mehr. Gut, wir müssen hier noch eine kleine Kurve fliegen. Landen aus die Maus. Willst du nicht lieber zurück zur Route? Wir fliegen zur Route. Wir fliegen zur Route. Der Landeanflug findet so statt. Und wenn wir hier diesen Wegpunkten folgen, dann fliegen wir quasi so auf den Flughafen drauf zu. So würden wir dann drauf zufliegen. Aber wir müssen in die Richtung landen. Deswegen hole ich jetzt quasi ein bisschen aus und werde dann landen. Ich weiß nicht, diese Nuten-Navigation, die hier, diese Luftlinien-Navigation. Die zeigt halt den kürzesten Weg an, aber die macht sich halt keine Gedanken darüber, wie man landet. Also manchmal schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir hier beim letzten Punkt sind, dass er dann hier noch irgendwie so eine Schleife einbaut. Aber wir machen es mal. Wir werden von hier hinten, werden wir kommen und dann da reinlanden eventuell. So, aber so langsam verlieren wir hier den Kurs komplett. Das wird ein steiler Sturzflug auf jeden Fall. Ich glaube, das wird so auch schon heftig. Bin gespannt. Einfach nur schön, ne? Einfach nur schön. So, vielleicht hier oben vom Berg und dann so hier so runter, eventuell. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ich hoffe, wir sind da auf dem richtigen Dampfer. Schauen wir mal. Kurzer Spin-off. Wir brauchen viel Sprit, weil der Motor von Lassie nicht ja, ist ja gut, Grasshoppers. Wir haben es ja verstanden, dass du hier irgendwas mischen möchtest.
Aber ich weiß erstens nicht, wie es geht. Und zweitens können wir das ausprobieren im Free-Flight-Modus. Aber wir sind im Auftrag, Leute. Wir haben hier einen Auftrag zu erfüllen. Eine Mission. Und Dankeschön für die Follow übrigens, Sofa Drache. Danke sehr. Natürlich die Frage, ob das... Ja, das wird schon stimmen. Wir verlassen uns auf die Navigationsdaten. Das wird schon passen, wenn wir da von hier hinten reinkommen. Wird das schon hinhauen, hoffe ich. Besser Pilot ist doch am Start. Der andere Sonntagsmorgen-Stream. Wieso der andere? Was? Der Pilot sagt, Fuel reicht. Dankeschön. Ich sag, Fuel reicht. Entspannt euch alle. Fuel reicht. American here. This game is currently unplayable for me. Keeps freezing and passengers are outside of the plane. I keep getting ARC flight errors. Okay. ATC flight errors. Okay, okay. I can't help you with your issue, but for me personally, it looks pretty good. I have no problems at all. Can't help, but of course, it's really sad for you. Good. Dankeschön übrigens für die Biddies. Vom Kobold. 25 Biddies, dankeschön. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Okay, okay. Dara verabschiedet sich. Mach's gut, Darachin. So, wir kommen in die heiße Phase, mehr oder weniger. Wir werden auch gleich den Landeanflug durchführen. Versuche hier weiter noch auf Kurs zu kommen. Auf unseren, wie heißt denn dieser Kurs? Der hat doch auch einen Namen, GPS-Kurs. Ich nenne einfach mal auf den GPS-Kurs. Guck mal, hier ist auch noch so ein kleiner Bergsee. Oh mein Gott, schau mal, das sieht aus wie ein Stauwerk. Ist das ein Stausee eventuell? Ja, schwer zu erkennen von der Position aus. Weiß ich nicht. Es könnte sein, es könnte sein. No, I heard that the American servers are pretty well and performant because some guy of our community enabled VPN with no issues and plays on an American server. Übrigens, mein Englisch ist sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gecheckt habt, aber es reicht einigermaßen. Hoffentlich. Magenta ist immer GPS, siehst du. Wunderbar. Ja, wir müssen aber noch ein bisschen weiter fliegen hier. So langsam wird der Sprit aber wirklich knapp. Aber der Pilot sagt, es reicht. Guck mal, ist das ein Stausee? Es ist auf jeden Fall, sieht das aus, als wäre hier künstlich irgendwas verändert worden, oder? Hier ist so eine kleine Rinne. Ich glaube schon, das ist ein Stausee. Schön. Toll. Sieht schön aus. Könntest du etwas reinzoomen in der Karte? Ja, kann ich machen, ja klar. Können hier richtig reinzoomen. Aber jetzt hat er sich irgendwie... So. Willst du den Flugplatz sehen oder was? Ja, guck mal. Nee, passt. Also der Flugplatz ist schon... wie predicted, es ist schon diese Landerichtung. Ja, das passt schon, Leute. Das passt schon. Alles gut. Alles gut. Ja, es ist schon... Unser Plan scheint aufzugehen. Fliegst auch mal runter zum Gucken. Ne, das kannst du vergessen. Da kommen wir nicht mehr hoch. Das stimmt schon. Also das wird dann sehr, sehr schwierig. Sprit reicht. Bist ja bei dem Landeanflug. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, ja, dann nehmen wir natürlich Speed auf. Wir brauchen dann auch weniger Sprit. Das stimmt. Okay. Wir sind auch hier oben links, siehst du auch unsere pinke Linie auf dem GPS jetzt mittlerweile schon. Wir sind on track. Mehr oder weniger. Quatschio! Nice! Dankeschön, vielen, vielen Dank. Da gibt es aber dann auch eine harte Kurve, also wir, ja, wir kriegen das alles hin. Wir kriegen das alles hin. Ja, Spritgeld ist immer gut, nehme ich gerne an. Vielen, vielen Dank, Quatschio, für den 45. Monat. Dankeschön, mein Lieber.
Herzlichen, herzlichen Dank. Hi Superstream, ich habe im Karrieremodus einen Flughafen ausgesucht, wo immer Sturm ist. Weißt du, ob man da Live-Wetter abschalten kann? Live-Wetter kannst du immer abschalten, aber du musst die Zertifizierung für Instrumentenflug machen. Dann kannst du Live-Wetter an- und abschalten und auch selber einstellen. Also du musst die bei den Zertifizierungen den Instrumentenflug absolvieren, dann kannst du das Wetter komplett im Karrieremodus anpassen. Vorher geht das nicht. Gottes Willen. Also das vielleicht nochmal als kleiner Tipp, vielleicht hilft dir das. So. Okay. Aber wir sind jetzt aber langsam, kommen wir hier in heftige Höhen. Und jetzt geht's wieder runter. Trim schalten wir auch nochmal ein bisschen. Ja, obwohl, nee, den Trim lassen wir so. Der Trim sieht gut aus. Der Trim sieht doch gut aus. Was heißen die pinken Kreise? Ich habe keine Ahnung, was die pinken Kreise sind. Das sind irgendwelche Hotspots wahrscheinlich. Kann es sein, dass es andere Flugzeuge sind tatsächlich? Live-Flugzeuge? Wenn immer Sturm ist, ein paar Windräder hinbauen, dann hast du auf jeden Fall die Taschen voll, um Gottes Willen. Stationen sind das. Ach krass. So dicht sind die. Oh, das ist cool. Ja, das ist cool. Wo soll man da landen? Ja, das werden wir gleich herausfinden. In Samedan werden wir landen. Hoffentlich. Aber ich werde auch schon mal so leicht hinwechseln. Wir fliegen da nicht diese heftige Kante da oben. Das machen wir nicht. Ich werde jetzt schon mal so leicht den Kurs anpassen. Und dann sollte das funktionieren. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Welchen Kurs haben wir jetzt? Wir haben den Kurs... Ja, wir können auch auf 300 gehen. Ja, wir sind auf 300. Wir haben den Kurs 300. 302, 301. Ah, ist okay. Ist okay. Wieso fliegst du die Ecke aus? Kann man nicht abkürzen? Ich kürze gerade ab. Ich kürze gerade ab. Alles gut. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du kannst auch einfach abstürzen. Also du... Bist ja völlig frei. Du musst dich ja an gar nichts halten. Ist das Österreich oder Schweiz? Tja, gute Frage. Wir sind in Italien gestartet. Und wir sind noch immer in Italien. Tendenziell Schweiz. Boah. Kann sein, wir sind schon in der Schweiz. I don't know. Keine Ahnung. Wer weiß das? Wer kann das einschätzen? In welchem Land wir uns gerade befinden? Sind wir noch Italien? Samedan ist die Schweiz. Okay, alles klar, danke schön. Vielen, vielen Dank für die Info. Check. SOS Flugabwehrraketen gesichtet. Hör auf, Bam Bam. Moin, grüß dich. So. Ich will auch nicht zu viel abkürzen. Weil ich glaube, dass wir noch ordentlich ja, Platz brauchen für den Landeanflug. Ich meine, wir könnten jetzt schon runtergehen, aber... Oh nee, es wird so heiß. Lass einfach weiter fliegen. Wir kriegen das hin. So, und die Landung werden wir in Kürze werden wir das vollziehen. So, wir sind wieder dabei. Landeanflug in der Schweiz. Steht an. Schauen wir mal. Ich bin ein Otto. Na, herzlich willkommen, Otto. Grüß dich. Ich bin ein Larsi. Du solltest dem Relief folgen, also der Linie. Ja, ja, ich bin dabei. Wir nehmen trotzdem eine kleine Abkürzung. 16, also die Hälfte unseres Tanks ist leer, aber das kriegen wir trotzdem hin. Das kriegen wir trotzdem hin. Ich werde den Trim nochmal runterstellen, dass wir so leicht leicht in den Sinkflug einsteigen, eventuell. So, gehen wir mal auf 10 oder 9. Okay. Hauptsache, er sinkt jetzt nicht zu heftig. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Speed drauf. Also ich sehe ja schon, wo wir landen. Wahrscheinlich direkt hier in diesem... Ja, wie nennt sich das? In dieser... Ja, wie heißt das denn? Wie bezeichnet man sowas?
In dieser Spalte, in dieser, in dem Tal. Im Tal. Ich glaube, Tal ist das richtige Wort. Tal, dankeschön. Ich denke mal, das wird unsere Landeposition sein. Ansonsten hätten sie da wahrscheinlich auch keinen, Flughafen hingeklatscht. So, das ist halt noch echt weit entfernt. Komm, wir nehmen mal hier die Abkürzung. Wir fliegen rechts von diesem Berg lang. Spalte ist auch nicht schlecht, oder? Ja, es ist wie so eine Gletscherspalte oder so, dachte ich aber. Schlucht, wollte ich sagen. Schlucht ist das Wort, was ich gesucht habe. In der Schlucht. Schlucht, wollte ich sagen. Hallo, Yashiro, moin. Wird hier auch geklatscht bei der Landung? Ja, das könnt ihr euch aussuchen. Der Pilot klatscht nicht. Also ich als Pilot, ich bin heidenfroh, wenn wir hier irgendwie runterkommen. Ich werde mich bekreuzigen, wenn wir hier erfolgreich gelandet sind. Ob uns das gelingt? Schauen wir mal. Dann fängt der Sinkflug an. Wir sind im Sinkflug. Wir sind im Sinkflug. Im leichten Sinkflug. Wir müssen auch ein paar Meter machen, Leute. Natürlich auch ein bisschen schneller sinken, aber ich will es jetzt hier auch nicht verkacken, hier auf den letzten Metern, weißt du? Motorleistung mal ein bisschen rausnehmen. Ich sehe den Airport, Leute. Ich kann ihn sehen. Und dann stell dir mal vor, du fliegst hier in den Alpen und hast gar keine Sicht, also so null. Da weißt du doch gar nicht, ob vor dir jetzt gleich so ein Gebirge auftaucht oder nicht. Gottes Willen. Machen wir den Trim auf null. Ah, schwierig zu trimmen. Machen wir auf 1, ist okay. Testament machen, danach festhalten. Airports und Schluchten sind eine Rarität. Wir haben einen gefunden, Leute. Okay, ich glaube, ich kann die Landebahn tatsächlich erkennen. So, es geht los. Es geht los. Aber so viel weiter unten ist sie auch gar nicht, ne? Okay, alles gut. Oh, es ist auf jeden Fall sehr wackelig hier, du. Junger Vater. Das wird gut, oder? Meinst du nicht auch? Bitte klappen Sie die Tische zu. Die Tische hochklappen, die Rücklehne in aufrechte Position. Beachten Sie die Anschnallzeichen, drücken Sie Ihre Zigaretten aus. Wir werden jetzt hoffentlich landen. Oh, ist aber wirklich sehr, sehr, sehr turbulent hier auf den letzten Metern. Die Kotztüten festhalten, ganz wichtig. Bitte Tablet und kleine Rucksäcke verstauen unter den Sitzen vor Ihnen. Machen Sie sich auf eine turbulente Landung bereit. Ist ja eh nur ein Viersitzer hier, glaube ich. Okay, okay. So, wir nehmen mal Leistung raus. Vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Ein bisschen mehr Leistung rein. Okay, Leute. Alles gut. Flaps weiß ich nicht. Können wir schon rausmachen einmal. Flaps draußen. Uff. Was sind Flaps? Das sind an den Tragflächen. Ich mach mal wieder zu.
Siehst du, wie sich das bewegt? Jetzt sind sie eingefahren. Jetzt sind sie zu 10 Grad ausgefahren. Können sie noch weiter ausfahren. Aber das lassen wir erstmal. Okay, Leute. Alles gut. Sind natürlich auch deutlich zu schnell, aber das korrigieren wir später. Noch mal ein bisschen Schub. Samidan Traffic Cessna India. Alpha Tango Papa Hotel, 4 Meilen Südwest, 8800 Fuß auf Anflugkurs, Landung Piste 03. Motor ist fast im Leerlauf. Okay, jetzt wird es spannend, Leute. Jetzt wird es spannend. Langsamer, ja, ich bin dran. Alles gut, Leute, alles ist gut. Macht euch keine Sorgen, ich mach das schon. Hoffentlich. Ah, die Flaps sind halt... Sind noch zu schnell für die Flaps. Motor ist im Leerlauf. Wir ziehen auch gleich ein bisschen hoch. Und verlieren dann natürlich auch an Geschwindigkeit. Wir kriegen das hin. Wird eine butterzarte Landung, ich verspreche es euch. Konzentration, bitte jetzt nicht folgen oder sowas. Ja, wow. Das war wieder klar. So, Leute. Oh, wir sind echt noch sehr schnell, aber wir bremsen ein. Alles gut. Wir verlieren auch in Geschwindigkeit. Zum Glück ist das Flugfeld relativ lang. Eieieiei. Aua, mein Rücken. Ja, was soll ich machen? Ihr dürft jetzt gerne klatschen, wenn ihr wollt. Gottes Willen. Meine Herren. Okay, wir haben auf jeden Fall eine vernünftig langsame Geschwindigkeit erreicht. 8 Knoten. Lass uns mal wenden hier. Junge, 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 Junge. Was für ein Flug. Boah, wir haben es geschafft. Geil gemacht, oder? Wen sollen wir eine klatschen? Du kannst den Piloten gerne eine klatschen, wenn du möchtest. Eieieiei. So, wir geben noch mal ein bisschen Gas. Junge, Junge, hättet ihr das für möglich gehalten? Eine Traumlandung. Ja, wir waren zu schnell. Wir waren auf jeden Fall noch zu schnell. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie wir die Landung langsamer hätten machen können. Vielleicht im... Leerlauf, Motorleerlauf, eventuell ein paar Wellen fliegen, weil der Motor ja dann tatsächlich im Leerlauf ist. Sammeln wir Geschwindigkeit ein, der Motor ist aus, ziehen wieder hoch, verlieren dann Geschwindigkeit. Vielleicht hätte man das so noch regulieren können. Die Flaps weiter rauszufahren als 10% war leider nicht möglich. Da gab es oder hätte es Materialschäden gegeben, da hatten wir eine entsprechende Warnung tatsächlich bekommen. Naja, schwierig. Wenn ihr die Ideen habt, wie man hätte langsamer da anfliegen können, also in derselben Situation, in der wir auch waren, ne? Also jetzt nicht irgendwie sagen, du hättest weiter ausruhen müssen, bla bla bla, das ist mir schon klar, aber in der Situation, in der wir waren, wie wir da noch hätten langsamer heranfliegen können, wie wir die Geschwindigkeit hätten senken können, schreibt es gerne rein in die Kommentare oder natürlich auch in den Chat. Können auch ein bisschen Gas geben. Geschwindigkeit abbauen, Leerlauf und vorsichtig die Nase hochnehmen.
Ja, genau, so habe ich das probiert. Aber es ging ja auch einigermaßen, ne? Früher Gas rausnehmen. Ja gut, das hätte auf jeden Fall funktioniert. Enge 360-Grad-Kurve. Oha. Ja gut, das geht natürlich dann auch. Da sind noch ein Ticken zu schnell. Ich mache meinen Motor noch mal ein bisschen runter. Bremst noch mal ein bisschen ein. Ja, wir sind aufgeditscht wie so ein kleiner Stein, ne? Aber hey, ging schon. Es ging schon. So, bleiben wir hier schön bei unseren 20 Knoten roundabout. Oh, Shippy, dankeschön. Boah, Shippy, vielen, vielen Dank für den Resub mit Prime im 13. Monat. Dankeschön, herzlichen, herzlichen Dank. Du hättest vielleicht doch auf der anderen Seite landen sollen. Wie auf der anderen Seite? Meinst du von dort aus anfliegen? Ja, hätte man auch machen können. Eventuell. Aber ist ja wurscht. Wichtig ist, der Vogel ist am Boden. Wir haben es geschafft. Schneeketten sind nicht aufgezogen, Ed. Hallo Erdmann, moin. Heieieiei. Es hat funktioniert. Ich bin happy. Es wird wahrscheinlich heftig Reputationsverlust geben, weil wir einmal abgestürzt sind. Wir wurden ja zurückgesetzt, weil wir den Autopiloten ausprobiert haben. Aber Alpen sind wirklich eine Challenge. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Das war gar nicht mal ohne. Junge, Junge, Junge. Aber so sieht's aus. Tag für Tag eine weitere Herausforderung. Und irgendwann werden wir vielleicht irgendwie sowas wie ein guter Pilot. Ob das wirklich so ist? Ah, ich habe keine Ahnung. Ah, es war zu langsam, oder? Nee, geht noch. So, Flaps sind eingefahren. Gut. Samidan Traffic Cessna India. Alpha Tango Papa Hotel. Roll zu Parkposition. Dann machen wir das mal. Ich bin gespannt auf die Wertung. Ich glaube, die wird sehr schlecht werden tatsächlich. Durch den Absturz, den wir hatten. Ich glaube, das wird das Problem werden. Na, ja, wir gucken mal. Hallo, pass auf, hier ist ein Rotor. Da läuft ja der einfach rum, ne? Junge, ich muss da hin. Halt an. Er bremst irgendwie nicht. Ja, wow. Ja, wow. Das ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht am Gamepad oder so. Manchmal nutzt er die Bremse nicht. Korrekt. Wir machen noch eine Runde. So. Ich weiß. Wunderbar. Es war kein einfacher Flug, aber Sie haben bestimmt Ihr Bestes getan. Jetzt werfen wir einen Blick aufs Flugzeug. War ja nur ein Absturz. Geht eigentlich. Ist der Schnee glatt? Ist der gut simuliert? Kann ich jetzt tatsächlich nicht beurteilen. Nach meinem kleinen Ausflug hier. Aber wahrscheinlich schon. So, lass uns mal gucken. D wie... Ja, Dulli. Haben wir leider nicht so gut gemacht. Tja. Klappen ausgefahren bei maximaler Geschwindigkeit. Wir haben die Flaps auf 20 Grad rausgezogen, obwohl wir zu schnell waren. Das habe ich auch gesehen. Ja, kann ich jetzt halt wenig dran machen. Ist halt leider so passiert. Funkverkehr. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Was weiß ich nicht. Und natürlich der Absturz. Ja gut, das gibt auf jeden Fall Abzug in der B-Note. Zustand des Flugzeugs beachten. 0%, weil wir halt abgestürzt sind. Sanfte Landung. Ja, wir waren halt zu schnell. Und deswegen haben wir auch die Geschichte mit den Flaps ausgefahren. Wurde auch dreimal gezählt, weil ich es dreimal versucht habe. Ah, müssen wir beim nächsten Mal einfach besser machen. Wir lernen aus unseren Taten. Wichtig ist, wir sind gelandet beim zweiten Versuch. Die Landung ist nicht so dolle gewesen. Ja, wir waren zu schnell. Wir waren einfach zu schnell. Und ich hatte gestern einen Crash beim Beschleunigen auf der Startbahn. Okay, krass. 0% Zustand des Flugzeugs. Oh nein, das ist natürlich hart. Mann. Gut, wir haben 3000 Credits bekommen, immerhin. Reputation geht natürlich runter. Ich glaube, viel weiter nach unten geht unsere Reputation gar nicht. Wir haben aber ein Level gemacht. Sind auf Level 15. Junge. So, Freunde. Jetzt ist die Frage, guck mal hier.
Unternehmen ist nicht verfügbar. Das bedeutet, wir können noch kein Unternehmen gründen. Wie wir das Unternehmen gründen können, ist mir persönlich noch ein Rätsel. Ich denke, das schaltet man dann mit dem Fortschritt frei. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir, um ein eigenes Unternehmen zu gründen, noch die Nachtflugberechtigung brauchen, die ich auch gerne machen würde, die aber ja noch zu teuer ist. Das heißt, wir machen noch einen Auftrag. Wir machen diesmal einen ganz leichten, easy Auftrag. Wir werden einfach ganz entspannt eine kleine, einen kleinen Rundflug machen dieses Mal.